Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Simon und im heutigen Video stelle ich dir vor, woran du erkennen kannst, dass du ein starkes Bewusstsein hast. Bewusstheit ist der höchste Wert, den es gibt, denn er ist ganzheitlich. Wenn du ein bewusster Mensch bist, dann siehst du die Dinge richtig, so wie sie sind, und du bist auch gut daran, die richtigen Dinge zu tun, weil du einfach weißt, was richtig ist. Das heißt, ein starkes Bewusstsein überträgt sich auf all deine Lebensbereiche. Ich habe heute Punkte für dich, woran du erkennen kannst, ob du das bereits umsetzt. Und wenn nicht, dann lade ich dich dazu ein, dass du in Zukunft darauf achtest, diese Punkte umzusetzen. Du wirst sehr viele Vorteile daraus ziehen. Nummer 1. Du hast deine Gefühle unter Kontrolle. Gefühle sind die Sprache unserer Seele und genauso wie du Herr über deine Worte bist, ist deine Seele Herr über die Gefühle. Das heißt, wenn du positive Gefühle erlebst, dann hast du sie selber herbeigeführt, und wenn du negative Gefühle erlebst, die dich beherrschen, dann hat das Ego noch eine Kontrolle über dich. Das heißt, das Ego kontrolliert dich über negative Gefühle, schüttet Stresshormone aus und du lässt dich davon aus der Ruhe bringen oder es beschäftigt dich etwas. Und wenn du dich noch von diesen negativen Gefühlen beherrschen lässt, die nicht aus deiner Seele kommen, musst du daran arbeiten. Mach dir bewusst, dass negative Gefühle nichts weiter sind als künstliche Programme in deinem Kopf, Abwehrmechanismen aus der Evolution noch, aber dadurch, dass du nicht dein Körper bist, sollten diese Gefühle keine Macht über dich haben. Negative Gefühle machen uns nur unglücklich, und wenn wir verstanden haben, dass das nur künstliche Programme sind, dann können wir uns auch davon leichter lösen. Dann werden wir nach und nach immer weiter merken, dass unser Ego separat von uns diese Gefühle empfindet und irgendwann verschwinden sie einfach. Nummer 2. Du hast reine Absichten. Du hast keine egoistischen Hintergedanken, du würdest niemals einem anderen schaden, und das hast du deswegen, weil du einfach weißt, was richtig ist. Das Einzige, was du willst, ist es zu helfen und Liebe zu geben, und das war's, mehr willst du gar nicht. Und das ist fantastisch. Nummer 3. Du bist selbstlos. Egoismus ist für dich ein Fremdwort. Du hast bereits gelernt, dass es falsch ist, an dich selber zu denken. Du hast vielleicht einen gesunden Egoismus. Der ist wichtig, um A, deine Zeit richtig zu nutzen, um an deine Ziele zu kommen, und B, um dich nicht ausnutzen zu lassen. Aber du würdest niemals auf die Idee kommen, anderen zu schaden, nur um deine eigenen Ziele zu erreichen. Wer so etwas tut, der ist im Mangelbewusstsein, der denkt, dass es nicht anders geht, aber mit einem starken Bewusstsein weiß, dass dieser Mangel überhaupt nicht existiert. Nummer 4. Du bist gut darin, Dinge festzustellen und logisch zu denken. Wer ein starkes Bewusstsein hat, der sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind und kann auch die Logik richtig anwenden. Der hat bereits gelernt, seinen Verstand zu trainieren, und schaut sich auch rational trainierende Inhalte an und beurteilt auch nicht, sondern stellt einfach nur fest, wie die Dinge sind. Ja, dir fallen einfach, wenn du gewisse Inhalte dir anschaust oder einfach in gewissen Situationen, fallen dir Dinge auf, weil du einfach einen klaren, neutralen Blick auf die Dinge hast und du dich unabhängig von deinen Prägungen machst. Nummer 5. Du siehst Dinge ohne Filter von einer Vogelperspektive. Du machst dir bewusst, dass die Menschen alle eine Brille aufhaben. Diese ist abhängig von ihrer Prägung bisher. Und bei dir ist es nicht mehr so. Du hast bereits diese Brille abgenommen und siehst die Dinge ungefiltert. Aufgrund dessen, dass du bereits mehrere Inkarnationen hinter dir hast, hast du die Möglichkeit, andere Perspektiven einzunehmen. Und so siehst du die Dinge ganzheitlicher und nicht nur durch deine Ego-Perspektive. Nummer 6. Perfekte Moral und Korrektheit. Du weißt,
wie wir bereits gesagt haben, was objektiv richtig ist und was objektiv falsch ist. Und deswegen bist du einfach ein korrekter Mensch. Und wir haben ja bereits gesagt, dass du reine Absichten hast. Das geht Hand in Hand mit einer perfekten Moral. Du weißt genau aufgrund der Alleinheitslehre, das, was du anderen tust, tust du dir selbst an. Allein schon deswegen macht anderen mit etwas Schlechtes antun keinen Sinn. Du behandelst andere erstklassig und machst doch keine halben Sachen. Bist einfach absolut integer und ja, einfach unangreifbar, moralisch gesehen. Nummer 7. Du hast eine erweiterte Glaubensgrenze. Bei den Atheisten ist es so, die glauben nur an das, was in der Materie existiert. Das ist ihre Glaubensgrenze. Und bei anderen normalen Menschen ist es auch so, die glauben vielleicht auf begrifflicher Ebene das, was ihnen von Kindesbeinen an eingetrichtert wurde und alles andere ist auch nur Humbug und so weiter. Du machst einfach bewusst, dass die Glaubensgrenze von anderen Menschen deren Grenzen sind, aber nicht die deinen Grenzen. Und du bist einfach offen dafür, dass einfach alles möglich ist, theoretisch. Alles, was nicht den Gesetzen der Logik widerspricht, zum Beispiel, auch wenn es noch so abgespaced ist. Alles, was von den Menschen als Humbug bezeichnet wird, ist einfach nur eine Schubladisierung, eine Entwertung. Nichts weiter, das ist keine Feststellung und kein Grund dafür, dass diese Dinge nicht existieren. Und es ist ein Verstand, der sich gewisse Dinge nicht vorstellen kann, aber als Bewusstsein weißt du, dass durchaus auch Dinge existieren, die sich der Verstand nicht vorstellen kann. Nummer 8. Du weißt, was wirklich wichtig ist im Leben und was unwichtig ist. Es ist wichtig, dass wir gesund sind, dass wir unsere Mission erfüllen, dass wir unseren Charakter immer mehr veredeln und immer reiner machen, dass wir positive, harmonische Beziehungen führen, etc. All diese Dinge sind wirklich wichtig. Und was total unwichtig ist, ist irgendeine Anerkennung von irgendwelchen Leuten, die wir eh nicht mögen, weil wir irgendwelche Markenklamotten anhaben oder immer recht haben zu müssen oder bei irgendwelchen Trends mitzumachen, um dazu zu gehören, ja, oder irgendwelche Zahlen auf Social Media, um anzugeben, oder andere Dinge, die letzten Endes vergänglich sind, ja, die keinen bleibenden Wert hinterlassen. Weil du machst dir bewusst, wovon habe ich langfristig was und wovon habe ich nur kurzfristig was. Nummer 9. Du hast einen bewussten Lebensstil. Das korreliert sehr stark mit dem gerade eben genannten Punkt. Du rauchst nicht, du trinkst keinen Alkohol, du würdest niemals zu irgendwelchen Substanzen greifen, du ernährst dich gesund, machst vielleicht auch Sport, streitest dich niemals, verschwendest einfach so gut wie es geht deine Zeit nicht und so weiter. Du legst toxische Gewohnheiten ab. Und hast einfach einen Lebensstil, wo du im allerbesten Fall 24/7 deines Tages nutzt, was dich weiterbringt. Das wäre natürlich das Optimum, das ist natürlich nicht so einfach zu meistern, das ist ganz klar. Aber einen bewussten Lebensstil führst du, wenn du alles tust, um so nah wie möglich da heranzukommen. Nummer 10. Du streitest dich niemals. Du machst dir bewusst, dass Streiten absolut unnötig ist und dir überhaupt nichts bringt. Das Einzige, was Streiten verursacht, ist einfach nur Nahrung für dein Ego, ja, weil dein Ego möchte einfach Beschäftigungstherapie, dein Ego ist kriegerisch, dein Ego möchte gewinnen, ja. Und wenn du dich streitest, dann gibst du deinem Ego eine Relevanz, weil du lässt dich von den Gefühlen des Egos steuern, weil das Ego möchte, schüttet Angst aus, um dich dazu bringen, die Diskussion versuchen zu gewinnen, ja.
Du weißt ganz genau, dass Streits einfach nur verursachen, dass negative Gefühle entstehen auf beiden Seiten und dass es vielleicht bleibende Schäden hinterlässt, weil solche Streits, die verschwinden nie wieder aus dem Gedächtnis von beiden. Und das führt dazu, dass einfach es am Ende ein schlechter Deal ist für euch beide, selbst wenn du die Diskussion gewinnst. Was hast du dann eigentlich gewonnen? Du hast das letzte Wort bekommen, das Willen durchgesetzt bekommen, aber was hast du davon? Du hast letzten Endes auch negative Gefühle beim anderen verursacht und er auch bei dir und ihr seid beide unglücklich. Ja. Das heißt nicht, dass du dir nichts gefallen, dass du dir alles gefallen lassen musst, ja. Aber hör auf, dir einfach dein Recht zu erstreiten. Es bringt nichts. Stell einfach einem anderen Menschen ein Ultimatum und hör auf, lautstark ihn dazu zu bringen, das zu tun, was er will, weil damit kommunizierst du nichts als pure Verzweiflung. Nummer 11. Du bist bescheiden und hast Demut. Wenn du ein bewusster Mensch bist, dann weißt du, wie klein du in Wirklichkeit bist. Dann weißt du, dass du eigentlich nichts über das Universum weißt. Dann weißt du, dass es Menschen gibt, die besser sind als du in gewissen Bereichen und so weiter. Und du würdest niemals dir irgendwas anmaßen. Du würdest niemals sagen, dass du der Boss bist und so weiter. Du würdest dich niemals über andere stellen. Und das ist wichtig, weil alles andere macht dich nur unbeliebt. Nummer 12. Du hast deine Gedanken unter Kontrolle. Und das ist eine Königsdisziplin, die auch ich noch nicht gemeistert habe. Aber es hilft sehr viel, wenn du dich beim Denken dabei ertappst, dass du einfach Dinge denkst, die einfach totaler Blödsinn sind, ja. Und wenn du dich immer wieder dabei ertappst, dann werden diese Gedanken auf Dauer immer leiser. Und du wirst immer besser daran, alles, was du denkst, bewusst zu denken. Und irgendwann denkst du automatisch nur noch das Positive, was du dir ausgesucht hast. Und so verbessern sich deine Gefühle, weil Gedanken verursachen negative Gefühle, wenn es negative Gedanken sind. Mach dir bewusst, dass viele Gedanken auf Autopilot laufen in deinem Gehirn. Und Autopilot ist gleich Unbewusstheit. Das heißt, du schaltest einfach dein Bewusstsein ab und lässt dein Gehirn automatisch für dich denken. Und das solltest du nicht tun. Du solltest dich daran üben, bewusst selber zu denken. Und dein Gehirn hat dann nichts mehr zu sagen. Und die Nummer 13. Du bist mit nichts identifiziert. Das heißt, du bist nicht mit deiner politischen Partei identifiziert, nicht mit deinem Fußballverein, den du am liebsten magst, nicht mit deiner Ernährungsform und nicht, ich wiederhole, nicht mit deinem Weltbild. Und nicht einmal wir sind das, ja, gerade wir sind das nicht, weil wir einfach verstanden haben, dass Identifikationen nichts anderes sind als Teile unserer Rolle, die wir hier spielen, Teile unseres Avatars. Und der Avatar sind wir nicht. Das heißt also, es macht keinen Sinn, sich mit diesen Dingen zu identifizieren, weil man das nicht ist. Oder die Nationalität. Ja, ist auch so ein klassisches Beispiel. Nummer 14. Du gehst nicht den Weg des geringsten Widerstands. Du weißt, dass der Weg des geringsten Widerstandes einfach nur nicht so viel bringt. Wenn du wirklich viel erreichen möchtest, dann musst du auch viel tun. Wenn du versuchst, mit dem Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, dann wirst du natürlich entsprechend weniger Qualität abliefern. Und selbst wenn du verstanden hast, dass es Dinge gibt, die notwendigerweise getan werden müssen, dann denkst du dir, ja, ich bring's jetzt hinter mich und dann denken sich manche, sie bringen das jetzt hinter sich und dann war's das, aber das ist die falsche Einstellung. Suche nicht nach Abkürzungen, sondern suche nach Herausforderungen. Und genau deswegen bist du ja hier, um dich selber herauszufordern, damit du einfach weißt, wozu du imstande bist und daran wachsen kannst. Und das wird dich langfristig verändern. Und dann wirst du auch noch am Ende jemand sein, der in der Lage ist,
anstrengenderer Dinge zu tun mit Leichtigkeit, wo andere verzweifeln würden und sofort aufgeben würden. Und dann kommt eine hohe Qualität völlig automatisch, die du in diese Welt trägst, weil es für dich normal geworden ist. Nummer 15. Du bewertest und verurteilst nicht. Bewusstsein beobachtet und sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Da ist die Bewertung vollkommen überflüssig. Unser Ego ist es, das kategorisiert und Schubladen denkt und automatisiert bewertet auf Basis von irgendwelchen Prägungen von früher, auf Basis von der eigenen Weltanschauung, auf Basis von Erfahrungen, die man bisher gemacht hat. Und das ist bei Bewusstsein halt eben nicht so. Bei bewussten Menschen ist es so, die wissen ganz genau, dass Bewertungen sich auch irren könnten. Man könnte Dinge falsch schubladisieren, aber Beobachtungen irren sich nicht. Und verurteilen macht auch keinen Sinn. Weil erstens löst das einfach nur negative Gefühle in dir aus und zweitens, du stellst einfach nur fest, dieser Mensch hat diesen und diesen Schaden angerichtet. Das ist objektiv natürlich etwas, was man nicht tun sollte. Und das war's. Das kommt ohne jegliche negative Emotionen aus. Und die Nummer 16. Du weißt, wie wichtig Ehrlichkeit ist und machst da auch keine halben Sachen. Bewusste Menschen sind sehr, sehr ehrliche Menschen und deswegen sind sie auch extrem wertvoll. Denn heutzutage gilt natürlich so, wie es immer gegolten hat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn auch die Wahrheit spricht. Das heißt, du weißt ganz genau, da gibt es nur schwarz oder weiß. Entweder du bist immer ehrlich oder das ist völlig egal, ob du einmal gelogen hast oder immer lügst. Macht überhaupt keinen Unterschied. Sobald das rauskommt, dann war's das. Ja? Dann vertraut man dir nicht mehr. Klar, es gibt auch Situationen, da macht Lügen sogar Sinn. Das gehört auch zu einem bewussten Leben dazu. Du darfst nicht einfach ein Konzept so rüber kopieren und sagen, ich darf niemals, niemals, niemals lügen. Weil manchmal da verursacht Ehrlichkeit wirklich nur Schaden. Beispielsweise, wenn irgendwelche Skinheads vorbeikommen und dich fragen, wo ist der Typ hingelaufen? Und dann sagst du, er ist da lang und dann rennen sie in diese Richtung. Und in Wirklichkeit ist dann genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Ja, das ist eine Notlüge zum Beispiel. Ja? Das ist was ganz anderes. Also wenn die Ehrlichkeit wirklich nur und zwar nur verursachen würde, dass Schaden entsteht, der völlig unnötig ist, dann ist Lügen erlaubt. Aber nur dann und sonst nicht. Und was auch nicht geht, ist, dass man lügt, weil der andere ansonsten nicht kauft. Ja, ist Blödsinn. Weil alles, was du sagst, wenn du irgendwas verkaufst, muss ehrlich sein. Sonst bist du ein Abzocker. Ganz einfach. Nummer 17. Du siehst die Dinge nicht schwarz oder weiß, sondern differenziert. Die Wahrheit liegt wie so oft immer irgendwo dazwischen und nicht in beiden Extremen. Und deswegen, man darf einfach nicht solche Sätze sagen wie immer und nur, du kommst immer zu spät oder sowas. Oder einfach behaupten, irgendwas ist totaler Müll und in Wirklichkeit kann man aber aus dieser Sache dienliche Dinge extrahieren, ja? Das heißt, du hörst auf, daran zu denken, dass es nur zwei Schubladen gibt, entweder Müll oder nicht, oder entweder ganz oder gar nicht, oder all diese anderen Dinge, wo es zwei Extreme gibt, sondern du siehst einfach mehrere Punkte, die auf einen Sachverhalt, die für einen Sachverhalt wichtig sind, und beziehst alle diese Punkte mit ein und dann kommt es zu einem differenzierten Ergebnis, einer differenzierten Feststellung, wie die Dinge einzuordnen sind. Und das ist wichtig, weil Schwarz- oder Weiß-Denken führt dazu, dass du zu falschen Schlussfolgerungen kommst. Du entwertest dadurch viel zu schnell Menschen zum Beispiel oder wertest sie viel zu schnell auf oder schubladisierst einen Menschen falsch, obwohl es sich nur um Einzelbeispiele gehandelt hat, oder denkst, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du gehörst zum einen Lager oder zum anderen Lager. Das ist auch nicht immer der Fall. Da gibt es mehrere Beispiele. Und wenn man da nicht differenziert ist, dann verfehlt man einfach die Dinge so, wie sie wirklich sind. Man sieht nur das Extreme und nicht das, was wirklich ist. Man schaut an gewissen Dingen vorbei, man überschreibt gewisse Dinge.
Man reduziert einen Sachverhalt oder einen Menschen auf eine einzige Sache und alles andere blendet man komplett aus. Einfach damit es in die Schublade passt. In die schwarze Schublade. Ja, da ist nichts Gutes und so weiter, ja. Und genau das gleiche auch andersrum. Wenn du etwas in die weiße Schublade packst, dann siehst du nicht die Gefahren von einer Sache. Weil du einfach nicht die negativen Dinge auch mit einbeziehen kannst. Also das Schwarz-Weiß-Denken ist generell einfach nicht besonders gut. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo Schwarz-Weiß-Denken sehr viel Sinn ergibt. Aber darüber reden wir in einem späteren Video ausführlich. Unser heutiges Fazit. Wenn du dich so verhältst und auch so denkst, wie jemand, der einfach die Liebe selbst ist und pures Bewusstsein ist, dann tust du einfach und denkst objektiv die richtigen Dinge und bist ein Geschenk für diese Welt. Dich kann nichts aus der Bahn werfen, dich kann nichts mehr triggern und du bist einfach komplett in deiner Mitte. Du bist emotional sehr stabil. Irgendwann später, wenn du dort bist, dann wirst du dir die Frage stellen, wie konnte ich mir nur dieses unverzichtbare Bewusstsein all die Jahre vorenthalten? Stell dir mal vor, du würdest deine Innenwelt meistern. Wie sähe dein emotionaler Zustand dann aus? Oder du würdest einfach die Dinge sein lassen können, die destruktiv sind. Wie schnell könntest du dann dein Leben in die richtige Richtung lenken? Ich lade dich herzlich dazu ein, dass du diese Dinge umsetzt und versuchst, so viele Punkte wie möglich von heute in dein Leben zu integrieren. Ich verspreche dir, du wirst dir selber dafür 1000-mal danken. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.